Was ist das für ein verlogener Punkt, Punkt, Punkt? Weiß ich auch nicht. Mach den Satz zu Ende. Hallo, liebe Leute. Willkommen zu meiner neuen YouTube-Rubrik Mehr Liebe wagen. Teil 2. Love you all. Ja, und warum mache ich Teil 2? Weil Teil 1 so überragend ankam, dass ich mich gar nicht mehr retten konnte vor Leuten, die gesagt haben, ey, weitermachen. Endlich zeigst du dich mal von deiner sympathischen Seite, indem du die schönsten Seiten der Menschen im Internet mal wirklich rausstellst. Ing Darling schrieb mir, selten so viel Applaus zu so viel geistigem Abfall gehört. Dafür ist das Thema viel zu ernst. Kabarett mit Patriotismus zu vermischen, war hier ein kläglicher Versuch. Sie meint meinen Auftritt beim politischen Aschermittwoch, wo ich mich über Wagenknecht und Schwarzer lustig gemacht habe. Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer zum Beispiel. Ne? Ich nenne sie die Geschwister Rabiata Schwarzer Knecht. Ne? Moment, also Abfall war's, ja. Aber Patriotismus? Ich? Kabarett? Ich? Für wen hältst du mich? Du kannst mich doch nicht mit den Großen des deutschen Kabaretts vergleichen. Mit dem Hildebrand. Das ist unmöglich. Und dem Fips Asmussen. Kannst doch nicht die beiden so beleidigen, indem du mich mit denen in eine Reihe... Naja. Herbert Berger. Welcher Kategorie ordnen Sie sich denn zu, Herr Schröder? Der Truppe der mittelalterlichen Kriegshetzer? Nein, der spätmodernen Kriegshetzer. Der gegenwärtigen Kriegshetzer. Da gehöre ich hin, genau. Aber doch nicht ins Mittelalter. Entschuldige mal. Trage ich hier Tracht? Nee, das trägt man in Bayern. Gut, die sind auch im Mittelalter. Ich kenne mich doch gar nicht aus mit Mittelalter. Mann, überschätze mich doch nicht die ganze Zeit. Klaus Scheuerer. War das seine Rede zur Bewerbung als Regierungssprecher? Nein, das war seine Rede als Bewerbung zur Propagandaminister. Doch wohl klar. Regierungssprecher. Ich bin ein Kriegstreiber. Ich will eine Diktatur. Ich will einen Führer und dessen Propagandaminister will ich sein. Merkst du das denn nicht? Was wäre die Alternative? Fragezeichen. Weiter Waffen liefern? Jetzt ganz unter uns. Den Hauptschulabschluss kann man nachholen. Habe ich auch gemacht. Das schaffe ich nicht. Tut mir leid. Das kriege ich nicht hin. Das Hauptschul. Wie schreibt man das eigentlich? Klaus Seeland. Herr Schröder, Sie sind Comedian geworden. Das ist schon besser. Weil Sie ansonsten nichts können und beruflich in jeder Hinsicht versagt haben. Klaus, 100 Punkte. Sehr, sehr gut. Bitte schick mir deine Bankdaten. Ich überweise dir sofort 50 Euro. Also dein Eintrittsgeld zurück, das du nicht bezahlt hast. Weil das stimmt. Ifisch ING. Schröder, wie tief willst du noch sinken? Ich war mal großer Fan von dir. Ja, ich weiß auch nicht. Ich sinke so tief, wie der Aufzug mich fährt. Alex 8882. Schröder, der große Denker und Dichter. Bitte. Ach, zwei Lachsmilies dahinter. Ich glaube, er meint es nicht so ernst, wenn ich es richtig verstanden habe. Wahrnehmungsstörung und kognitive Dissonanz. Aber ja, herrlich wieder getriggert. Hä? Dem kann ich logisch nicht folgen. Oliver Busweiler. Narzisst. Mit R und zwei S, also nicht Narzisst, sondern Narzisst. Don Mong King. Was ist das für ein verlogener Punkt, Punkt, Punkt? Weiß ich auch nicht. Mach den Satz zu Ende. Hans-Jürgen Gabel. Für Geld macht der auch alles. Nö. Hier kriege ich auch kein Geld. Und trotzdem mache ich es. Peter Harald. Das ist absolut ignorant, dumm und frech in allen Belangen. Ja, stimmt. Ignoranz ist wichtig. Sonst kann man keinen Quatsch machen. Alexander Eschmann. Endlich ein stabiler weißer Mann, der den Weibern sagt, wo es lang geht. Ja, genau. Ich habe es nicht nur den Weibern gesagt, ich habe es auch den Männern gesagt. Peter M., wenn Sie billigen Humor mögen, dann ist das was für Sie. Was jetzt, ich selber? Ich soll mein eigenes Video angucken? Stimmt, bin ja Narzisst, hast recht, hast recht. Christian Müller, traurig, dass Schröders überhaupt noch im TV ist. Stimmt, das ist ja auch unverschämt, dass die mich noch einladen und ich dann hingehe. Okay, hast recht, ich gehe nie wieder ins TV. Das war's für heute bei Mehr Liebe wagen, meinem Kuschelformat hier auf YouTube. Und jetzt weiter schmusen. Love you all.